Hallo liebe Menschen, mit diesem Video hoffe ich, dass dieses Video einen Richter zu sehen bekommt oder jemand verlinkt das Video einem Richter, weil ich möchte damit kein Geld verdienen, aber es geht um die Ehre. Auch ein Richter ist ein Mensch und muss sich um die Ehre kümmern, genauso wie ich das Video mache und fühle mich verpflichtet, diesen Betrug offen zu legen. Einspruch. Zwar ist die Ehre durchaus ein geschütztes Rechtsgut, siehe Paragraphen 185 bis 187 Strafgesetzbuch, nur hat der hier dargestellte Sachverhalt absolut nichts damit zu tun. Nur weil dir etwas nicht gefällt oder du etwas nicht verstehst, ist das noch lange keine Ehrverletzung und somit auch nichts, womit sich ein Richter zu befassen hätte. Würde man dich hingegen persönlich angreifen und zum Beispiel als dumm bezeichnen, ja, dann könnte das durchaus eine Beleidigung und somit eine Verletzung der Ehre darstellen. Andererseits, nach deiner eigenen Definition? Ich weiß, dass man darf keinen beleidigen, aber einen dummen Menschen darf man dumm nennen. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr seid zu dumm. Das ist keine Beleidigung, das ist Feststellung, das ist eine Tatsache. Okay. Aber erklär erstmal, worum es überhaupt geht und was für einen Betrug du hier offenlegen willst. Diese Kugel entlarvt diese Kugelerde. Das gibt sowas nicht. Wenn ein Tag 24 Stunden hat und das ist alles angenommen, dass er 24 Stunden hat und das kann jeder nachprüfen. Also ein halbes Jahr um 15 Uhr hier sonnt sich ein Männchen. Ein halbes Jahr muss um 15 Uhr dunkel sein, weil die Sonne von anderer Seite scheint. Aber die Globalisten haben einen Betrug gemacht. Die behaupten, ja, der Tag hat nicht ganz 24 Stunden, sondern 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden, damit sie jeden Tag um 15 Uhr Sonne haben. Es ist genau andersrum, Johann. Dir scheint nicht ganz klar zu sein, wie der Begriff Tag definiert ist und dass es durchaus verschiedene Definitionen gibt, je nachdem, auf was man sich bezieht. Versteht ihr das? Aber der Tag hat 24 Stunden und ich habe das mit mechanischen Uhren überprüft und mit elektronischen, Funk abgeschaltet, nicht am Handy, sondern ich habe Funkuhren, aber ich habe Funk abgeschaltet und es hat der Tag exakt 24 Stunden und nicht 23, 56, wo diese fast 4 Minuten fehlen. Das ist Betrug um jeden Tag, damit um 15 Uhr Sonne scheint. Nö. Die Sonne scheint auch nach einem halben Jahr um 15 Uhr, bei einer Tageslänge von 24 Stunden. Niemand behauptet etwas anderes, auch nicht die Globalisten. Du stellst also etwas in den Raum, was niemand behauptet. Du unterstellst Betrug, wo gar keiner ist. Ein Richter würde dir dafür unter Umständen Paragraph 164 Strafgesetzbuch um die Ohren hauen. Kannst ja mal nachlesen. Aber kommen wir zur Sache und klamüsern das Bild hier mal auseinander. Das Mannequin links sonnt sich also nachmittags entspannt um 15 Uhr. Okay. Das Mannequin rechts hingegen sieht schwarz, denn bei ihm ist es Nacht. Nur ist es dort entgegen deiner Behauptung nicht 15 Uhr, sondern 3 Uhr morgens. Für den Kollegen dort sind nämlich noch nicht 183 Tage rum, sondern erst 182,5. Er ist noch eine halbe Erddrehung zurück. Erst nach weiteren 12 Stunden sind auch für ihn exakt 183 Tage zu je 24 Stunden rum. Und es ist nachmittags 15 Uhr. Rechnen wir das mal kurz an einem Beispiel durch. Wir nehmen als Startzeit den 1.7.2020 um 15 Uhr. Dazu kommen 183 Tage zu je 24 Stunden. Das ergibt in der Summe den 31.12.2020, ebenfalls 15 Uhr. Kannst du mir soweit folgen? Gut. Aber was passiert nun, wenn wir die Tageszeit ein wenig verringern? Sagen wir um knapp 4 Minuten auf 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Aha. Nach einem halben Jahr ist es erst 3 Uhr morgens. Es fehlen ziemlich genau 12 Stunden. Also die gleiche Situation wie bei deinem Mannequin auf der rechten Seite. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Das kannst du auch ohne großen Aufwand selbst nachprüfen.
Als alter Profi-Fotograf solltest du hier mit einer Kamera umgehen können, ne? Suche dir abends einen hellen Stern und mache bei gleicher Kameraposition Aufnahmen im Abstand von exakt 24 Stunden. Idealerweise mit einem Teleobjektiv, dann sieht man es besser. Hier sind aktuell leider keine klaren Nächte, daher machen wir es erstmal in einer Simulation. Am Himmel sähe es aber genauso aus. Die Darstellung ist also akkurat. Das hier ist die Sicht aus meinem Garten auf den Stern Enif im Sternbild Pegasus, wie er am 3.7.2020 um 0.10 Uhr über dem Dach des Nachbarhauses aufgeht. Und genau 24 Stunden später? Ups. Wieso wandert der denn? Nochmal 24 Stunden? Ja, und wieder ist er weiter gewandert. Jeden Tag ein Stückchen. Okay, nochmal zurück. Was passiert, wenn wir nicht 24 Stunden vorspulen, sondern nur 23 Stunden und 56 Minuten? Die 4 Sekunden schenken wir uns jetzt mal. Also, 24 Stunden vor, 4 Minuten zurück. Na, schau mal an. Der Stern ist an gleicher Position wie am Vorabend. Nochmal. 24 Stunden vor, 4 Minuten zurück. 24 vor, 4 zurück. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Offensichtlich stehen die Sterne nach jeweils 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden immer wieder ziemlich exakt an derselben Stelle am Himmel. Wohingegen sie nach jeweils 24 Stunden stets ein Stück weiter gewandert sind. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir im Winter andere Sternbilder sehen als im Sommer. Aber was ist nun der Unterschied? Na, ganz einfach. Die 23 Stunden 56 sind die Zeit, welche die Erde für eine exakte 360-Grad-Drehung benötigt. Der Sternenhimmel bestätigt das. Man nennt das den siderischen Tag oder auch Sternentag. Und nach einem halben Jahr haben wir dann tatsächlich die Situation wie auf deinem Bild. Es ist Nacht, da die Erde in gleicher Weise gedreht ist, aber auf der anderen Seite der Sonne steht, vereinfacht gesagt. Was wir hingegen gemeinhin als Tag bezeichnen und dabei 24 Stunden meinen, ist der Sonnentag. Und der bezieht sich nicht auf die Erddrehung, sondern auf den Sonnenstand, beziehungsweise die Zeit zwischen zwei Sonnenhöchstständen. Salopp gesagt, von Mittag bis Mittag. Das ist in Form der mittleren Ortszeit festgelegt als 24 Stunden. Das zeigt jede Uhr an, auch jede Sonnenuhr. Apropos Sonnenuhr. Es gibt natürlich übers Jahr gesehen leichte Abweichungen aufgrund der Neigung der Erdachse sowie der leicht elliptischen Bahn der Erde um die Sonne. Viele Sonnenuhren zeigen es sogar an. Im Winter auf der Nordhalbkugel sind wir etwas näher an der Sonne. Somit ist auch die Bahngeschwindigkeit der Erde etwas höher als im Sommer. Der Effekt ist, dass die Sonnenposition zur gleichen Uhrzeit am Tag übers Jahr hinweg die Form einer 8 beschreibt, das sogenannte Analemma. Die Position der Sonne weicht also um bis zu 15 Minuten plus oder minus von der mittleren Ortszeit ab. Doch im Mittel beschreibt das den Tag, wie wir ihn kennen, mit 24 Stunden. Anhand der Sternposition haben wir zudem gesehen, dass die Erde sich in diesen 24 Stunden offenbar etwas weiter als nur 360 Grad dreht, nämlich um ca. noch 1 Grad mehr. Und das ist genau der Ausgleich für die Bahnbewegung der Erde um die Sonne, um täglich etwa 1 Grad. Erst nach rund 361 Grad Erddrehung steht die Sonne wieder an nahezu gleicher Stelle wie den Tag zuvor. Und diese Drehung um 361 Grad, dieser Zeitabstand, ist definiert als 24 Stunden, unser Sonnentag, von Mittag bis Mittag. Die reine 360 Grad Drehung, der siderische Tag, ist knapp 4 Minuten kürzer und für die meisten Menschen gar nicht relevant, außer für Astronomen. Du siehst also, der von dir behauptete Betrug existiert gar nicht und kein Richter der Welt würde sich mit diesem Unsinn befassen. Du bekämst höchstens den Rat, mal ein Lexikon aufzuschlagen und deine Wissenslücken zu stopfen, anstatt dich wiederholt öffentlich zum Brot zu machen. Na zdrowie.